Gesetze im Stromkreis bedeutet, dass wir uns damit beschäftigen, was passiert da grundsätzlich. Das eines der einfachsten Gesetze ist das Ohmsche Gesetz. Ohmsches Gesetz, das hatten wir vorhin schon geklärt und jetzt kam ja die Bitte, dass wir die anderen Gesetze nochmal hier nachlesbar im Netz machen. Ohmsches Gesetz ist einfach. U durch I ist konstant, das ist ein mathematischer Ausdruck dafür, dass man nicht so viel erzählen muss. Heißt aber letzten Endes, je höher die Spannung ist, die ich anlege, umso größer ist der Strom, der fließt. Und zwar genau so viel größer, dass jedes Mal, wenn ich die beiden Größen durcheinander dividiere, immer das gleiche Ergebnis herauskommt. Beispiel 10 Volt geteilt durch 2 Ampere. Jetzt brauchen wir bloß 10 und 10 durch 2 zu teilen. Das heißt, das sind 5 Volt pro Ampere. Und Volt pro Ampere kann man auch ersetzen durch Ohm. Das wären 5 Ohm. Lege ich jetzt beispielsweise 40 Volt an, dann kann es nur so sein, dass dann auch der vierfache Strom fließt, nämlich 8 Ampere. Und das sind wieder 5 Ohm und so weiter und so fort. Im Bereich Zuordnung, das ist so, wird in der 7. Klasse gerne behandelt, da kann man sich das nochmal klar machen. Da entsteht praktisch eine Quotientengleichheit. Das heißt, U durch I ist konstant, bedeutet Proportionalität zwischen U und I. Jetzt zu weiteren Gesetzen im Stromkreis. Ich mache das jetzt mal so, dass ich die ganze Fläche nutze und zwar, um einige Dinge besser erklären zu können. Ich schnappe mir hier eine Spannungsquelle. Na, ich mache das noch größer am besten, damit wir noch mehr ran schreiben können. Und ich hatte dieses Beispiel mit Lampen gemacht, eben gezeigt. Ich werde mal in diesem Fall drei Lampen parallel schalten. Und zwar deswegen parallel, weil das die zwar, sagen wir mal, funktionstüchtigste Schaltung ist, denn wenn eine Lampe kaputt geht, dann leuchten die anderen weiter, aber scheinbar auch die komplizierteste, denn eben kamen Fragen aus dem Publikum. Oh, das sieht nicht schön aus hier unten. Wir wollen ja immer schön normgerecht zeichnen, das ist aber im Moment nicht ganz so leicht. Ach je. So, naja, sieht schon besser aus. So, jetzt geht es also darum. Es gibt so verschiedene, und deswegen werde ich den Strom auch mal vermenschlichen. Es gibt so verschiedene Gesetzmäßigkeiten, die bei der Parallelschaltung doch immer wieder für Verwirrung stiften. Wenn ich an dieser Stelle hier, an dieser Stelle, ein Strommesser einsetze, man sagt auch Amperemeter, das ist der alte Ausdruck, und genauso an dieser Stelle einen Strommesser einsetze. Jetzt mache ich ihn mal schicker. Der gefällt mir auch nicht, aber naja, das mag jetzt von der Zeit her egal sein. Und auch an dieser Stelle einen Strommesser. Dann kann ich Folgendes beobachten, wenn ich die Schaltung einschalte, also wenn diese 6 Volt anliegen, wobei es in diesem Fall bei solchen Belastungen egal ist, ob ich Gleich- oder Wechselspannung nehme, das mag jetzt mal dahingestellt sein. Ich nehme hier für mich Gleichspannung. Dann werde ich Folgendes beobachten. Der Strom, und jetzt mache ich einen menschlichen Strom draus. Der Strom sagt sich, nehmen wir mal an, ich fließe hier mal los und werde mal gucken. Mein Ziel ist, hier wieder anzukommen und werde mal gucken, was ich hier für Möglichkeiten habe, durch dieses Gewirr an Leitungen durchzukommen. Auf jeden Fall sehe ich schon als Strom, ich kann hier durchfließen. Denn mein Ziel, wie gesagt, ist ja der andere Pol der Spannungsquelle. Denn das macht sich gut. Ein Ampermeter oder ein Strommesser lässt den Strom wunderbar durch. Die Lampe wird mir zwar einen Widerstand bieten, aber das ist mir egal. Ich komme da immerhin durch. Und dann kann ich nämlich wunderschön auf meinem Weg zum anderen Pol der Spannungsquelle weiterlaufen. Aber, sagt sich ein anderer Teil des Stromes, Leute, wenn die sich hier schon, die ersten Truppen sich hier schon durchquälen durch den ersten Zweig, dann gehen wir mal gucken, ob wir noch einen anderen Weg finden. Und tatsächlich, die machen das Gleiche auch. Man kann sich das mit einer Gruppe Menschen vorstellen, und dazu mache ich gleich eine Skizze, die sich sagt, los. Und hier selbst,
die dritte Gruppe der Elektronen, sagt die los, hier hinten geht's auch lang. Kommt ihr mit? Ja. Naja, und dann laufen die hier weiter. Vereinigen sich wieder mit der Menge, laufen weiter, vereinigen sich mit der Menge und so weiter. Machen wir das mal in Gedanken mit drei Türen oder drei Tunneln, drei Ausgängen, weiß der Kuckuck was. Wenn durch diese drei Möglichkeiten eine riesen Menschengruppe durch muss, dann warten die nicht alle an einer Tür, obwohl das wäre ein typischer psychologischer Effekt. Das kann man schön im Kaufhaus beobachten. Wenn einer durch eine Tür geht, gehen die anderen sicherheitshalber durch diese gleiche Tür, damit sie sich nicht blamieren. Aber wenn ich jetzt hier schreie, Feuer, und mache hier ein großes Feuer, dann kriegen die alle Angst und dann ist es denen egal, ob der eine durch die eine Tür geht. Dann nimmt man in Kauf, sich zu blamieren, und dann werden sich alle Menschen irgendwie einen Weg heraussuchen. Das wird irgendwie klappen, das machen die. Machen die gerne. Und so ähnlich kann man sich das mit unseren Elektronen vorstellen. Das ist physikalisch, jeder Physiker wird mich dafür umbringen, aber naja, ich muss es halt im Moment so machen, weil das sich leichter erklären lässt. Das mache ich auch gerne in Chemie so, mit Atomen. Das hat sich bis jetzt bewährt. Jetzt sind wir Elektronen also alle unterwegs und die einen sagen, wir gehen den ersten Weg. Jawohl, da kommen wir durch. Wir wollen ja wieder zurück zur Spannungsquelle. Die anderen sagen, wir gehen den nächsten. Und die letzten sagen, wir probieren auch mal hinten rum. Nebenbei gesagt, die Elektronen sind furchtbar langsam. Die gehen mit im Zentimeterbereich pro Sekunde. Das ist nicht so dolle. Aber die schubsen sich mit Lichtgeschwindigkeit an. Das heißt, wenn hier einer anfängt zu schubsen hier vorne, dann schubsen die sich mit Lichtgeschwindigkeit an. Das heißt, hier entsteht wirklich ein echter Strom von Elektronen, der für sich selber genommen zwar langsam ist, aber das Anschubsen geht rasend schnell mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich jetzt, und wenden wir jetzt mal das Ohmsche Gesetz an, ich werde das mal hin und her schieben. Ach so.